Man mag es kaum glauben und die Bewohner des Müritzkreises wundern sich jeden Sommer aufs Neue, dass an einem Wochenende im Juli zehntausende Menschen aus ganz Deutschland und sogar Europa anreisen, um in Lerz ein spezielles Musik- und Kulturfestival zu feiern. Das Fusion Festival ist eine Art Paralleluniversum, was mal ganz kurz in Mecklenburg-Vorpommern andockt. Für Außenstehende ist es fremd und es soll es auch bleiben. Einmal im Jahr verwandelt sich das Gelände des ehemaligen Militärflughafens in eine zirkusbunte Zeltstadt. Rund 60.000 haben in den letzten drei Tagen zwischen Landebahn und stillgelegten Hangars auf dem etwas anderen Festival gefeiert. Neben Musik gibt es auch Theater, Film und politische Diskussionen. Die Polizei durfte auch heute nicht aufs Gelände. Die Medienvertreter müssen draußen bleiben. Und auch sonst gibt sich das Festival sehr geheimnisvoll. Also wir sagen immer, man fährt auf einen anderen Planeten quasi, weil hier einfach quasi 60.000, 70.000 Leute sind, da überhaupt kein Stress ist, kein Gezanke, nichts. Alle verstehen sich, alle sind glücklich. Selbst bei so einem Wetter machen halt alle das Beste draus, ist ganz cool eigentlich. Dauerregen hat so manches Zelt unter Wasser gesetzt und den Boden in eine Schlammgrube verwandelt. Die Festivalbesucher haben ihre eigenen Methoden, mit trockenen Füßen über das Gelände zu kommen. Nach drei Tagen mit wenig Schlaf und viel Regen beginnt für die meisten Festivalbesucher morgen wieder der Alltag. Nur im Schritttempo beginnt die Abreise. Nicht nur der schlammige Boden macht Probleme, auch Polizeikontrollen bremsen den Verkehr. Jetzt machen wir die Abfahrtskontrolle. Inzwischen ist auf dem Festgelände sozusagen Land unter. Wir hatten ja in der letzten Nacht ganz starken Regen, Gewitter und naja, nun wollen die natürlich alle nach Hause, aber es nützt nichts, durch die Kontrolle müssen sie durch. In diesem Jahr wurden bereits mehr Drogendelikte gezählt als im vergangenen Jahr. Gewalt spielt auf der Fusion dagegen kaum eine Rolle. Wir haben also kaum aggressives Verhalten dort auf dem Gelände. Das ist also ja, sehr freudbetont, die ganze Geschichte, aber eben diese Randerscheinung Drogen. Die Veranstaltung geht noch bis morgen früh um 5. Dann müssen sie warten bis zur nächsten Fusion. Hoffentlich wieder mit Sonnenschein.